So, wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer hier von Classic Video Games Live. Und herzlich willkommen zu einem weiteren Stream hier bei uns. Und ich wollte mich heute mal mit Contra Operation Galuga mal herantrauen an Konamis neuestem Contra Remake der alten Schule sozusagen. Also sie remaken die alten Contras mit einer etwas schöneren Grafik. Ich habe da mal kurz reingeguckt in die Demo gestern. Ich will das jetzt mal ein bisschen genauer spielen und mich mal ein bisschen genauer mit auseinandersetzen und diese Demo etwas genauer mir anschauen. Und ja, gucken, bringt das was? Können die das? Hat das funktioniert? Ich habe da so meine Zweifel, denn ich glaube, dass Contra Operation Galuga nicht unbedingt an die alten Teile herankommen kann, auch wenn es eine schönere Grafik hat, hat das ja noch lange nichts zu sagen. Ja, guten Abend, guten Tag Minden, guten Abend ist gut, ich mache sonst immer abends, jetzt mache ich mal mittags, guten Mittag. Genau, ja, ich glaube, das wird nichts. Also die letzten Contras, die Konami rausgebracht hat, ist mir nicht bekannt, dass da irgendwas von gut war. Es gibt auch für die Switch 1 mit 3D, so aus der oberen Perspektive, das war auch, also ich weiß nicht. Will auch kein Mensch haben. Die bieten das schon, ich glaube, für 4 Euro im Angebot an oder so, 5 Euro oder so. Es will kein Mensch haben. Das ist das schlechteste Contra aller Zeiten. Ja, gut, aber wie gesagt, das ist jetzt hier eher oldschool. Ja, wir werden sehen. Ich werde es mal testen. Der Arcade-Modus machen wir jetzt mal einfach. Ja, wir können uns hier verschiedene Charaktere aussuchen. Oh, sogar der originale Probotector. Das ist gut. Männlein und Weiblein. Schön. Ja, Probotector hieß es natürlich in der PAL-Version. Ne? Da kannte man das nicht unter Contra. Und da gab es dann diese Roboter hier, die man spielen konnte. Und in der Contra-Version, also in der japanischen Originalversion, war es dann dieser Söldner. Genau. Und Konami musste damals absichtlich das Spiel grafisch in den Sprites verändern, weil man nicht wollte, dass man einen menschlichen, ja, Typen in dieses Geballer reinschickt. Aus heutiger Sicht total bescheuert. Die Mega Drive Version von Contra Hard Corps war ja dann auch mit einem Söldner. Keine Ahnung, was sie damals geritten hat. In den ersten Versionen für die Gameboy-Version übrigens auch. Ich glaube, das ist das gleiche Problem, dass man den Charakter geändert hat, ja. Grafisch geändert hat. Aber ich fand das gar nicht schlimm, dass die damals dann diesen Roboter genommen haben. Ich finde, der sieht auch cool aus. Ja, die Demo ist auch, ich glaube, erst gestern veröffentlicht worden und es war Zufall, ich bin auf die Switch draufgegangen und dann kriege ich da immer so eine Benachrichtigung für wegen Neuigkeiten und dann gehe ich da rein und steht da, neue Demo für Contra Operation Galuga. Galaga hätte ich fast gesagt. Ja, wir werden sehen. Hier gehen wir auch nicht sofort kaputt, sehe ich gerade. Es sind drei Lebensbalken. Aha. Ja.
Der Sound ist auf jeden Fall gemacht. Genau wie Level 1 auf dem NES. Ja, da habe ich auch erst gedacht. Und die Musik ist es auch. Und ach so, ja, im Wasser geht natürlich kein Feuer nicht. Das ist ganz klar. Wusste jetzt nur ich wieder nicht. Ey! Kannst du mal da oben aufhören? Da kann angelehnt. Ja, ja, genau. Das finde ich jetzt gerade auch gerade ganz gar nicht mal so schlecht. Dieser grafische Effekt, dass ich das so. Dass der quasi um die Kurve geht, ne? Also dass der Weg daher geht. Ups, da wird die Wiese gemäht. Hey. Laser, das weiß ich nicht. Laser gut? Nein, ich weiß nicht. Kommt drauf an. Ich hasse Laser eigentlich. Den Finger nicht so schnell oben ab. Jo. Ah ja, das ist auch wieder cool. Geht sich auch wieder so ein bisschen. Wirkt direkt etwas plastischer, ne? Der Hintergrund. Juhu, Sapi. Weiter. Oder erneut versuchen. Weiter. Weiter heißt wahrscheinlich ab Save Point, ne? Aha. Nee, das ist auch vom Anfang. Na gut. Was ist denn jetzt M? Machine Gun? Ich will einen Knopf hier drücken, ich bin nervös. Nervös, nervös. Ja. Also hier gehst du nicht direkt kaputt. Das ist schon mal geil. Ob es das einfacher macht, weiß ich noch nicht. Ja. Soll ich denn hier? Nee. Wahrscheinlich nicht.
aber knapp. Ja, aber so ist das halt, wenn sich Spieldesigner an anderen Spielen orientieren, die sich damals schon gut verkauft haben, ne? So wie Contra, Protector etc. Ne? Da war jeder heiß drauf, im NES oder Game Boy das zu spielen. Also ich mochte auch die Game Boy-Version sehr. Wir haben ja auch wirklich eine ganze Weile immer gezockt. Ja, wenn dann Spieledesigner sich dann an Protector und Metroid orientieren, dann kommt dann Turrican dabei heraus. Komm, ich will dich jetzt. Verdammt. Ich habe noch Hunger. Hey. Ja, komm. Den Dreierschuss mag ich eigentlich am liebsten. Mochte ich früher schon. Ah, ich bin nicht mal weiter. Cool. Oh, H ist Homing Missile wahrscheinlich. Ja, genau, das ist auch mal gut. Den fand ich auch mal super. Muss man nicht so zielen. So, jetzt, wie war das jetzt hier? Ich muss mich da dranhängen, glaube ich, ne? Ah, nein. Da ist noch ein Felsvorsprung, da kann ich wahrscheinlich noch drauf. Oh, cool. Hier ist ein Save Point, sehr geil. Sehr, sehr geil. Das hätte ich auch anders machen können müssen. Ja, ja, ist klar. Oder ich die Musik jetzt. Oh, feier. Also nach unten im Knopf sollte man nicht drücken. Das ist keine gute Idee. Während man über einem Abgrund hängt. Ey, hallo, leck mich doch am Eimer, ey. Das, wenn man aber auch nicht richtig Waffen hat, kaputt gehen zwischendurch ist immer. Nicht sein, ey. Ich will jetzt den haben. Jetzt ist er weg. Hab aber auch echt Pech, ey. Also schwer wie immer. Darf auch nicht so hirnlos durch die Gegend rennen, ne? Denn das Hirnlose ist immer scheiße. Ja, das war klar. Credits remaining.
Sehr gut. Ja, da. Nein. Du Sack. Ja, danke. Ich muss auch nachher zur Arbeit, also mach dir keine Sorgen. Ich muss auch noch was tun heute. Viel Spaß auch dir. Macht gut. Oh nee. Ey, ich wusste das, dass ich den nicht kriege, leck mich doch, zu blöd, so ein Ding abzuschließen. Oh. Aha. Alter Schwede, ey. Ah. Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber doch, ich finde es eigentlich gar nicht schlecht. Also, sie haben es, doch. Ich war skeptisch. Aber Contra in 3D funktioniert auch nicht. Also weiß ich nicht. Ich habe noch keinen 3D-Contra gesehen, was funktioniert. Da gab es mal was auf der PlayStation 1, glaube ich. Aber das war so eine Mischung. Das war so eine Mischung aus seitlich und obendrauf und so. Das hat mit verschiedenen Perspektiven war das zu sehen. Das glaube ich immer noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Nee, nach unten drücken und Knopf ist scheiße. Nochmal. Leute, spielt es mal. Du musst das wirklich genau auswendig können, sonst hat das hier keinen Zweck. Wenn du gar nicht die richtige Waffe hast, ist auch nochmal Mist. Komm, jawohl. Ja. Aber was ich mich immer frage, warum die bei diesen Remakes immer auf Polygongrafik gehen. Hätte man gar nicht einfach ein schönes behalte ich den jetzt oder gehe ich weiter? Warte, ich will die nicht haben. Danke, ich will den hier. Warum die das nicht in Pixelgrafik machen? Ich weiß nicht. Also den Charme, wie es auf dem Super Nintendo war, den hast du hier nicht. Ne, das ist schon. Okay, das ist schon mal gut. Nein, das war jetzt. Nein! Die Idee war gut. Die Idee war gut. Ach nö.
Ist sogar und so ein Dash. Aha. X und A. Ja. Ja, wie seht ihr das? Würdet ihr euch das kaufen? Jetzt kostet im Shop 32 Euro oder was? Irgendwie so. Also ich finde das auch jetzt mal gar nicht so wenig. Ich glaube, es ist sogar günstiger. Ich glaube, kostet 35 Euro. Nee, Knopf von unten schon wieder, ne? Ja, tschüss. Ich weiß auch nicht immer, warum ich Knopf und nach unten drücke. Da oben kann man auch bestimmt wieder zwei Waffen reinmachen. Weil das war ja am Super Nintendo auch. Geht das hier auch? Ja. Genau, mit den Schultertasten. Okay, also ist das wie auf dem Super NES. Dann ist das natürlich auch nicht verkehrt, wenn man vielleicht zwei Waffen organisiert und dann umswitcht. Das habe ich ja noch gar nicht wahrgenommen, dass das hier auch geht, weil beim NES war es natürlich nicht so, da gab es das noch nicht, dass man die Waffe, dass man quasi zwei Hände hat, eine links, eine rechts. Schön. Genau, jetzt habe ich nämlich die zweite Waffe. Das ist gut. Ja, dann an nein. Das darf doch nicht wahr sein. Da gucke ich mir da die Landschaft an. Bin abgeschotzt. Die sind natürlich im Nahbereich sehr wirkungsvoll. Ne? No! Also gut. Auf jeden Fall besser wie nix. Du hast mit dir da oben. Den muss ich aber auch noch. Ups.
Geil. Ist gut. Autsch. Schade. Ist gut. Das war Überraschung. Da möchte man am liebsten sofort wieder von vorne anfangen. Ey, hallo. Nein, ich stehe da wieder und warte, dass er mich abschießt. Ja. Eier, das ist doch. Dann nehme ich jetzt M. Nee, ich nehme S. Ich habe eine neue Cam. Nein, das ist mein Handy. Und ich habe Licht. Achso, L habe ich ja. Jetzt sind die Rion wieder. Die Rion. Oh yeah. Nun Scheiß. Ja, habe ich letzten paar Sendungen schon probiert. Ja, sieht supi aus, ja. Ja, die Elgato-Kacke, das ist... ich habe jedes Mal Schwierigkeiten gehabt, die zu connecten und jedes Mal mit meinem USB-Kack hier und ach, keine Ahnung. Aber so ist doch super. Da ich eh ein neues Handy kriege, wird das hier dann meine Webcam und dann ist gut. Ist aber nur 30. Nee. Müssten 60 sein. Achso, an Ausgabe angleichen, ja. Also dann 60. Du Hammer, 12, 17, okay. Ja, ja, alles klar. Ja.
Resume mission. Gib dir mal direkt 60. Ja, keine Ahnung, es steht ja auf anpassen. Mein Stream läuft ja auf 60. Dann sollte er ja auch anpassen an die entsprechende an den Stream anpassen. Also es läuft auf jeden Fall im 5 GHz Netzwerk. Wenn die da unten drunter sind, das ist so scheiße, ehrlich. Kriege ich nicht auf die Reihe. Ja, meh. Wo ist das am besten? Alles andere ist Shit. Ja, muss 5 GHz, ja, sonst läuft es gar nicht. Also, dann kann ich es auch nicht mit 1080p machen. Darauf läuft es nämlich gerade. Hi, Wutzis. Juhu. Ja, das ist, Fritzbox ist schon mega. Da kann man nichts anders sagen. Nein. Ja, komisch, gab's vorher nicht, ne? Mit Fritzbox geht's dann. Ja, Wutzis, wir spielen hier gerade Contra Operation Galuga, also ein neues Contra in, also nach der alten Schule in neuer Grafik, quasi ein Remake sozusagen der alten Contra oder Probotector Spiele. Man kann sogar den Spieler einstellen, wie spielst du mit dem Söldner oder du spielst mit dem ja, mit dem Roboter hier. Jeweils PAL oder was war's? PAL oder japanische Version, ne? Genau. Ja, die Demo, das ist jetzt die Demo, das Spiel habe ich mir nicht gekauft. Das ist noch eine Demo. Ich glaube, das gestern wurde die online gesetzt. Ich habe das zufällig gesehen in den News. Und da dachte ich auch, das gucke ich mir aber mal an, die Demo. Normalerweise, ich lade mir nie eine Demo runter, aber jetzt, da war ich ein bisschen neugierig. Ui, was macht der da? Ja, nehme ich jetzt hier Laser oder was nehme ich da? NTSC, ja genau, die amerikanische Version hat das auch. Ne? Ja, machen wir mal verlassen. Sind aber auch keine 60 FPS das Game, oder? Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Glaube aber auch nicht. Also ich spiele das jetzt hier auf dem aus dem erweiterten Bildschirm von OBS. Da ist es sowieso nicht immer ganz flüssig bei mir. Weiß ich nicht, wie es sich tatsächlich auf der Switch spielt. Also ich habe es noch nicht auf dem großen Fernseher gespielt. Ja, Switch, klar. Von dem Spiel kommt auch eine physische Version für Switch. Hi Wario. Ja, das denke ich, müssen sie auch machen. Contra ist ja, ich finde es gut. Also ich finde das Spiel gut. Also Download-Code in Hülle. Ah, ach so. So ist ja Wahnsinns physische Version, ja okay. Was ist, ist der Sound zu laut? Soll ich den leiser machen? Ja, vielleicht ein wenig, okay.
Wenig mit G. Wenig mit G. Manchmal 10% weniger. Oh, Käse. Ja, jetzt läuft das mit der Kamera auch besser. Die letzten zwei Sendungen hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Lag aber am Router. Ich habe da was ausprobiert, aber das war Mist. Egal. Jetzt ist es wieder, wie es vorher war. Und wie gesagt, wir haben hier gerade den Arcade-Modus gespielt. Ich spiele das jetzt mal mit dem Söldner. Da kann sich auch noch zwei andere aussuchen. Lance Bean, Ariana. Und Protektor weiblich und männlich. Männlich und weiblich. Genau. Ihr Wutzis, habt ihr jetzt eine Benachrichtigung erhalten, dass ich jetzt hier streame? Oder wie hat das jetzt geklappt? Weil der Sound ist immer noch zu laut. Ja, ich meinte aber auch die Wutzis. Nee, ist okay. Okay. Na, wenn okay ist, dann ist okay. Er versteckt sich hinterm Stein. Ja, weiß ich nicht. Mama und Papa benutzen ja die Twitch-App. Weiß ich nicht, ob du die auch drauf hast. Ansonsten gibt es ja auch Push über den Discord. Aber es ging mir jetzt hauptsächlich Mama und Dad, weil manchmal geht der Push bei denen nicht. Warum auch immer. Der Push der Twitch-App so. Maschinengewehr, Machine Gun, yeah. Ja, genau, lauf doch ins Feuer rein. Ey, die Machine Gun ist gut. Dann nehme ich lieber den Laser. Die hat wenigstens ein bisschen mehr Kraft. Gebündelte Kraft. Feuer ist auch blöd. Tauchen kannst du, aber schießen geht da nicht. Das sieht irgendwie lustig aus, ich weiß gar nicht. Ja.
Sieht doch cool aus jetzt, wenn sich das jetzt dreht. Also man heißt, man, der läuft um die Kurve. Bauen jetzt, ich bin auf gutem Wege. Ich sag ja, mit den richtigen Waffen ist das gar kein Problem. Wenn man die natürlich vorher verliert, ist das scheiße. Komm, geh weg, ich brauch dich nicht. Doch, das Spiel gefällt mir, ist gut. Ich war erst skeptisch, ich denke, na, ob sie das hinkriegen? Doch. Was ist das? Steam anmachen? Das habe ich nicht drauf mehr, glaube ich. Runtergemacht letztens. Ich habe hier mal aufgeräumt. Ich brauchte Platz. Habe ich das runtergemacht? Ja. Ich brauchte ein bisschen Platz. Steam. Doch, ist noch drauf. Ist zumindest noch hier drin. Was habe ich jetzt gedrückt? Nee. Was es jetzt auch gibt hier, es gibt mit der A-Taste kann ich einen Dash machen, so. Habe ihn aber bis jetzt noch gar nicht genutzt. Ich weiß gar nicht, ob das für irgendwo mal wirklich gut ist. Hier Dash, Dash, Dash. Aber schneller laufen. Oh nein, ich halte mich immer da an. Alles gut. Könnte man zusammen die PC-Demo machen? Okay. Geht das hier nicht? Haben die das hier nicht eingebaut? Nintendo kriegt das dann auf der Switch nicht hin oder was? Nein, das ist halt die Frage, würde das auf der Switch auch gehen? Das wäre interessant. Ich weiß gar nicht. Weil die hatten ja jetzt hier nur einen. Ah, ah, ah.
Ja, jetzt ist das wieder blöd. Jetzt hast du wieder keine Waffen. Jetzt kann ich eigentlich aufhören. Hier gibt's. Aber meinen Story-Modus an. Nee, ich mach mal die andere. Also machen wir jetzt heute nicht, Chris, mit dem Steam, weil ich habe jetzt nur noch ein halbes Stündchen und dann muss ich nämlich zur Arbeit, muss ich fertig machen zur Arbeit. Gehen. Relativ lange Ladezeit. Relativ. Aber geht. Aber ich finde verhältnismäßig lang. Ui. Mit einem Intro. Schön. Review the mission details. As you know, a terrorist group called Red Falcon has been carrying out limited strikes around the globe. We've confirmed reports they've set up shop on the main island of Galuga, following the meteor event earlier this year. The Federation immediately dispatched the GX army, as they were in the vicinity for military. They seemed to be making headway until 3 days ago, when we lost contact. You're kidding. Gen 10 is the strongest unit in the Federation Army. No way some fringe upstarts took him out. While it's still unconfirmed, we should assume the worst. Apparently the... Speaking of which, our science division has some troubling intel of their own. Dr. Drake. The Federation's interstellar satellite network detected a gravity anomaly. Something on Earth, emitting gravity waves strong enough to circle the planet. Uh-huh. Their source coordinates align squarely on the Galuga archipelago. This gives us reason to suspect the Red Falcon are developing gravity weapons. Gravity weapons? The Federation banned them decades ago. That's right, Lance. We can't risk destructive power of that magnitude falling in. My weapons division at Henriksen Industries confirms those readings are consistent with the components of a gravity bomb. Even just storing that thing improperly could cause tectonic shifts, climate disturbances, or worst case. Bill, Lance. Given the situation, I think it's clear why the Federation enlisted our EMC Contra unit. Your primary objective is to engage Red Falcon ground forces, confirm the source of those gravity waves, and if at all possible, locate the GX army and report back. There's a Red Falcon stronghold not far from your drop. Infiltrate the base and apprehend their lieutenant. His field intel will help determine our next move. A remote hideout missing super soldiers and a doomsday weapon. Ein abgelegenes Versteck, vermisste Supersoldaten und eine Weltuntergangswaffe. Hell of a Friday. Ein ganz normaler Freitag. Time to introduce ourselves. Zeit uns vorzustellen. Hell yeah, brother. Oh yeah. Take a moment to practice movement, jumping, and shooting.
Doyle tells me all Contras can jump a second time in mid-air or dash horizontally. Simply incredible. Ah, genau, Doppelsprung. Ach ja. Siehste? Kann ich mal so übel den Story-Modus anzuwerfen. Dann kriegst du noch ein bisschen was erzählt, wie das Spiel funktioniert. Indem ich die Zielerfassung gedrückt halte. Was ist denn die Zielerfassung? Präziser schießen. Was ist denn Zielerfassung? Feuern. Springenfähigkeit. Überlastung. Waffenwechsel. Verharren. Bonuskapsel. Aha. Bonuskapsel. Ach, lustig, was ist das denn? Energieschild? Achso, mit der ZR-Taste kann ich stehen und rund schießen, so. Ah. Weapon delivery network and will be sending frequent supply drops. Shoot a weapon pod to release the cargo. Experiment with a variety of weapon types. Okay, also ein PC sieht etwas besser aus und hat 60 Bilder. Warum man das auf der Switch nicht auch mit 60 hinbekommen hat, verstehe ich nicht. So, so schmal ist die Switcher dann jetzt schon auch wieder nicht. Ach guck mal, da läuft der Typ im Hintergrund. Hey, jetzt kommt er mit. Ich habe mich eben schon gewundert, wo ist der? Taken enemy fire. It's going down. Na super. That's strike one. Noch so eine Aktion, meist knallt. Ich würde sagen, es knallt sofort. You hold a primary and secondary weapon. Swap between them strategically. Ja, aber Herrgott, wenn ich doch sowieso am Porten bin, weil auf dem PC wird es ja eh gemacht, das wird ja nicht auf der Switch also hergestellt, programmiert, ne? Wird es ja eh schon nicht, so, und dann kann man das doch, wenn man eh doch schon dabei ist, das zu portieren, das auch vernünftig anpassen. Die können das, das kann doch nicht so schwer sein heutzutage, sind doch wahrscheinlich nur 3 Klicks. Also ich würde es jetzt für den Preis auch nicht kaufen. Also ja, es ist gut, aber ich denke, ich würde, wenn auch, auf ein Angebot warten.
Nee, Quatsch, was mache ich hier eigentlich? Wir wollten doch eben gucken. Du müsstest aber auch auf einige Effekte verzichten. Ach so. Also so effektlastig war das jetzt auch wieder nicht. Oder? Ich glaube schon, dass die Switch das könnte, auch in 60. Warte mal, das ist die Demo. Ich habe doch vorhin... Ah, hier. Ja, 35, normalerweise 40, genau. Und ist jetzt im Angebot für 35,99. Das dauert nicht lange, dann tun die das auch runtersetzen. Ja, was heißt nur, Chris? Ich meine, ich hätte auch schon deutlich anspruchsvollere Sachen auf der Switch gesehen, ohne dass es da zu Einbrüchen kam. Ja, nett mit dem Story-Modus, dann auch ein bisschen witzig. Also hier kann man den Story-Modus nicht zu zweit spielen. Nee. Hier, Schwierigkeit. Einfach. Ah ja. Trefferpunktanzeige. Das ist auch... Das finde ich auch cool, dass sie das gemacht haben. Du hast ja sonst immer nur eine, ja, einen Treffer und du bist gekillt. Und was? Im Winter im Sale 4,99? Im Winter im Sale? 4,99. Ich nehme mal Ariana. Guck mal, hier könnte man also online Couch-Koop quasi. Also du kannst jetzt schon noch. Geht sogar zu viert, ja. Ja, ich sehe es auch gerade. Aber jetzt nicht online. Also so wie du jetzt das gesagt hast, über Steam dann sozusagen online. Aber hier könnte man zumindest auf der Couch. Und Story zu zweit. Ja, genau. Das ist schon cool. Aber Konami macht oft im E-Shop Angebote und so. Also ich wette, da kommt irgendwann auch mal für dieses Spiel Ja. Dann verstehe ich vielleicht auch tatsächlich, warum es nur in 30 Frames läuft und nicht in 60. Weil das Spiel ist natürlich durchgehend in derselben Framerate. Die gehen natürlich nicht in dem Einspielermodus 60 Frames und im Vierspielermodus 30. Ich denke, im Vierspielermodus brauchst du wahrscheinlich die 30 Frames auf der Switch. Damit es dann noch flüssig läuft. Wer weiß. Hm.
glaubst du es? Warum drücke ich den dann auf? Das ist ein bisschen anders jetzt bei der. Die hat jetzt so Handgranaten auf C. Die Männer haben da eine andere, einen anderen Schuss. Das ist aber blöd. Das ist aber richtig blöd. Dann nehme ich C aber hier nicht mehr. Okay, das habe ich noch nicht raus. Mal irgendwie verstehe ich die Steuerung noch nicht. Wieso dreht er sich nicht? Da jetzt dreht er sich. Warum hat er das vorhin nicht gemacht? Gestern kam bei mir HDMI auf Start-Konverter an. Jetzt habe ich die Evercade und die NES endlich an TV-Röhren. Ei. Erinnert mich an Contra 3 mit dem Hubschrauber, wo im ersten Level das Flugzeug die Bomben abwirft. Ja, ja, genau. Jetzt war es nur ein Hubschrauber. Immer diese Steuerung. Ja, Steuerung ist doof. Macht nie das, was man möchte. Ist das halt. Oh, was haben wir? 10 vor 1. Alles klar. Ey, Alter. So, nochmal. So, und jetzt? Ja. Das hat eben nicht geklappt. Keine Ahnung, wieso. Wo ist denn die Musik? Ja, die ist fort. Jetzt geht los, Mi. Ist mir vorhin auch schon mal aufgefallen. Ich dachte, Pause drücken und wieder zurückkommen, verstartet sie erneut. Warum?
Da liegt ja noch einer, den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, da muss man sich echt dran gewöhnen. Rechte ZR-Taste und dann kann man auf der Stelle so. Ja. Ich bin einfach zu lang. Ja, ist wie Metroid. Ja, supi. Ist aber kein Metroid. Wenn man Contra spielt und man denkt, man hat so Contra. So. Wie soll ich sagen? Man kennt es halt, man spielt es und dann plötzlich kommen da neue Elemente hinzu. Weiß ich nicht. Ich bin da nicht so fix drin, das umzusetzen. Aber hey, den nehme ich nicht, habe ich eben schon mal gesagt. Also 10 mit der Frau ist doof. Fällt mir gar nicht. Was du bei Super Contra konntest, war, dass man beide Schultertasten zusammendrücken konnte. Und dann hat er so auf der Stelle so einen Rundsprung gemacht. Musste mit beiden Schultertasten ging das. Aber so auf der Stelle und dann hier so, das weiß ich nicht, ob der da auch schon ging. Glaube nicht. Und wenn es das gab, habe ich es nie gemacht. Nein. Kommen die anderen noch und den jetzt noch und dann ist er da gar kein Problem. Jawohl. Yes. Oh, ich gehe immer an den Arsch, wenn ich bei diesem Scheißding bin. Habe ich keine Leben mehr. Ich kriege die Krise. Da würde ich sagen, das war's für heute, liebe Leute. Ja, ist cool. Macht schon Bock. Also wer die physische Version will, muss mit einem Download-Code zufriedenstellend sein. Habe ich gerade eben gehört hier. Ja, sehr, sehr schade. Aber naja, ich bin ja sowieso der Download-Typ. Von daher wäre mir das jetzt auch relativ Wurst. Aber für die, die sammeln, ist es halt schade. Ne? Ja, gab es eigentlich die Contra-Kollektion auch auf einer physischen Cartridge. Da gab es ja die Contra Collection. Keine Ahnung. Diese hier, genau.
Wenn nur über Limited Run. Okay. Ich mach das auch easy, sorry, aber. Ach, das ist die Arcade-Fassung sogar. Oh, hier muss ich den Filter ändern. Das sieht aber scheiße aus. Ja, ja, cool. Ah ja, du nicht. So, schon bei Super Contra konnte man mit R fixieren. Ach, tatsächlich. Ja, sehr cool. Gefällt mir gut. Die Kollektion war auf jeden Fall kein Fehlkauf. Muss ich mir tatsächlich nochmal anschauen wegen dem Filter. Das ist ja Mist. Du siehst sie zum ersten Mal. Da muss ich die Contra-Kollektion ja auch nochmal spielen hier, glaube ich. Ja, die ist auf jeden Fall echt cool gewesen für die Zeit, in der sie rausgekommen ist. Also, da war das schon ziemlich geil, ja. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich muss noch was tun heute. Also, bis die Tage. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Tschüss.